Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge in Thüringen. Wir jetzt unseren Anhänger in die Garage fahren und winterfest machen. Nun haben wir keinen Strom mehr zum Fahren, also kann er weg und sauber gemacht und repariert. Auf Feld Nummer 47 wird man noch Rapsdruck gesät. Verband auf Feld Nummer 60 und Sonnenblumen. Da wollen wir mal gucken. Da länger Zeit 100%. Ja, heute ist Samstag, frühen Nachmittag. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Fällt mir gerade so ein. Da denke ich auch nicht dran, aber denk mal, ist bei mir. Ich denke an heute, nicht an morgen. Na, ich bin da eher vergesslich in der Beziehung. So, was haben wir jetzt? Achso. Abhängen. Also ist nicht böse gemeint, was ich wünsche. Ich vergesse einfach. So, was haben wir hier? Gut. Den werden wir da reinfahren. Aber bevor wir das machen, werden wir erstmal sehen. Was der andere macht, ne? Oder? Wir steigen einfach aus und gehen hier rein. Aufgehen. Den man den Traktor bei sich noch mal brauchen. Wächst hier Gras durch. Gut, platzieren wir alle. So. Ah, jetzt funktioniert. Okay. Blocking 100%. Und lass mal gucken gehen, was da los ist, ne? Na, funktioniert nicht. Auch nicht zu sehen. Wo ist er denn? Der Anhänger. Wie die aussah, ist fast fertig, Gott sei Dank. Oh. Überladewagen nicht da gehabt. Für den Fall des Falles. Na, sieh. Er ist 60 und. Ja, da muss ich halt mal fahren lassen, ne? Und der andere ist bestimmt zu Feld Nummer. Das gibt's nicht. Dieser 2% reichen? Das wäre euch das gemein. Am Unkraut wächst schon wieder, ne? Ah, das kurbeln wir mal runter. So, der andere fährt noch zurück. 1%. Das reicht nicht. Reicht nicht. Ja, wir haben beide auffüllen müssen. Wir müssen vorher den Fahrer entlassen und dann können wir es auch machen.
Ja, ist knapp. So. Lassen und N. Also öffnen der Klappe bei einer Seemaschine, sonst geht da nichts rein, ne? Und jetzt wird hier genau das gleiche sein. Trifft sie ganz gut. Jo. Lassen und Klappe auf. Deswegen hatte ich einen Überladerwagen gekauft und weit weg. Laufen mal. Hier noch ein paar Stellen nacharbeiten. Ist aber normal. Ja, auf die 41, das ist die 42, ist schon fertig. Na, da ist der andere ja hingefahren. Hat ihn verkehrt genommen. Macht aber nichts. Hätte mir auch auffallen können und sollen und dürfen, dass Feldnummer 41 keine Sonnenblumen sind. Aber wir wollen ja noch Feldnummer 12 machen. Das ist ja auch noch notwendig. Und dann können wir gleich auf die 42 gleich mal, ja, Gerste aussehen, aber nur mit einem Fahrzeug und mit einem Fahrzeug nachher auch die Sonnenblumen, auch Weizen oder so. Dieser Überladewagen hat beide Fruchtsorten, Dünger und Saatgut. Aber es reicht nicht ganz aus. Ich dachte, ich komme hin, ohne dass ich einklappen muss, aber muss ich einklappen. Unfall. Oh, ich bin hier ganz ehrlich. So war es ja nicht geplant. Mein Freund, gib ihn frei. Jetzt machen wir verrückt, wenn die zum Beispiel nicht festhalten sollen, ne? Dann wird festgehalten, wieso? Umgekehrt, wenn man was sein soll, festhalten, dann hält nichts. So normal. Aber das ist halt so. Aber ich muss ja hier irgendwie rankommen. Ist der Rüssel so kurz? So, Dünger. Muss ich nachher auf Kammer X gehen, oder zweite Kammer, glaube ich, gehen, mit X, dann macht er auch Dünger. Ja, der hat zwei Kammern, eine Kammer kommt Saatgut rein und eine andere kommt Dünger rein. Klappt ganz gut. So, jetzt fahren wir zum zweiten hin und den gleichen Spaß normal machen. Aber da klappt mir vorher ein. So. Ich. Sonst kommen wir nicht ran. Der Traktor so lang. Müssten wir. Gibt's aber glaube ich gar nicht. So einen großen Traktor haben, einen kleinen. Ja, weiß ja genau, wo Dünger hinkommt, ne? Das ist aber nicht schlecht, das ist ziemlich genau.
Man kann hinten zum Beispiel jetzt hier keinen Dünger rein. Ja, muss nur auf X drücken und dann geht das entsprechend auf Saatgut an und dann funktioniert es auch. So, dann können wir den mal einklappen. Mal Platz schaffen. Jetzt können wir die beiden wieder einstellen und weiterfahren lassen. Ausklappen. N. So. Wäre natürlich schön gewesen, wenn es gereicht hätte, aber leider ist es nicht so. Dann Klappe zu. So, Raps ist richtig. Und einstellen. Ups. Dann können wir den jetzt zum Hof fahren oder zum Feldrand, weil wir ja noch noch weitere Felder bestellen wollen. Dazu brauchen wir das Saatgut und Dünger. Sonst müssten wir jedes Mal zum Hof fahren und da entsprechend nachholen und das wäre ja Blödsinn. Ne? Ja, und das wird Zeit kosten. Nacharbeiten ist klar, muss auch gemacht werden. Eine Maschine, die eine kann schon anfangen auf der 41. Da war drauf Soja, da können wir drauf locker eine Getreideart drauf bringen. Grund ist egal, wir müssen nur Stroh haben für die Tiere. Weizen oder Gerste. Ich plane mal voraus, ich will mal. Ne, der eine ist fertig. Ich plane mal voraus und werde da mal Weizen und Gerste jetzt Vorrang einräumen und dann später mal. Ja. Nur die Straße freilassen, falls da irgendwie ein Allradfahrer kommt, ne? So, wer ist fertig? Ja. Weiter. Das war nur. Dann können wir gleich wieder mal eine Arbeit machen, ne? Diese 1% wegen Raps und knappe 6% wegen Dünger. Hat gefehlt. War ist aber so. So. V. Und auch B anschalten. Damit wir die Ränder hinkriegen hier. Traktoren fetzen irgendwie. Oh, der macht sauber, ist zu Ende, das ist gut. So, B Ende und V. Jetzt fahren wir mal schnell rüber zum nächsten Feld, da wo Soja war, auf 41. Nacharbeit machen wir dann mit anderen her. Ich will mal hier weiterkommen in der Aussaat. Mit dem Sonnenblumen, das dauert noch ein bisschen. Auf Feld 60 und dann können wir ja zum Schluss auf Feld 60 losfliegen, ne? Und Zuschauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein, für den heutigen Samstag. Dann mache ich mal tschüss und ciao ciao. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und nochmal schönen Dank dafür. Auch an neuen Abonnenten schönen Gruß. Auch da ein dickes Dank. Ja, dann sagen wir tschüss. Und Winkel, Winkel.
Bis dann. Tschüss.